und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge habe ich ganz viel Material eingesammelt. Und ich sehe jetzt gerade, wir haben hier noch etwas, was wir einsammeln können. Ja, perfekt. Dann machen wir das doch direkt mal. Können wir hier auch noch irgendwas machen? Das können wir abholen, Meistersammler. Achso, dass ich die Quest abgeschlossen habe. Okay. Hier, genau. Nee, gibt 900 Arbeitsenergie aus. Die habe ich aber nicht bekommen, glaube ich. Das heißt, dass ich mein... Jetzt muss ich mal eben schauen. Habe ich die bekommen? Doch, die habe ich doch bekommen. Ah, okay. Was ist das hier eigentlich? Lager. Ach, das ist sowas wie ein Handwerksbeutel. Das ist ja cool. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, und hier oben ist auch noch was. Anmeldung. Chaosfragment. Ein Dimensionsfragment. Aha. Es zerstört augenblicklich das Gleichgewicht der Dinge, um größere Macht zu entfesseln. Ja, das heißt was? Keine Ahnung. Ich habe es jetzt mal einfach angenommen. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal mit der Hauptquest hier weitermachen, beziehungsweise das noch abschließen. Du hast tolle Arbeit geleistet. Danke, danke. Dank dir sollten die Leute hier erstmal ihren Hunger stillen können. Ich habe auch ein paar unserer Rationen verteilt, aber dieses Dorf ist immer noch in Gefahr. Und das alles wegen der Boshaftigkeit von Schericht. Wir müssen ihn so schnell wie möglich besiegen, um weitere Grausamkeiten zu verhindern. Die Dorfmiliz will sich unseren Truppen anschließen. Aber keiner von ihnen ist imstande, mit uns zu marschieren. Aber ich habe von etwas anderem gehört. Es heißt, die Miliz in Bilbrinwald in der Nähe soll sehr, sehr fähig sein. Obwohl sie eine kleinere Truppe ist, konnten sie die Scherichtsmänner besiegen. Wenn wir sie überreden könnten, würde das unsere Truppen sehr stärken. Aber es gibt da ein Problem, und zwar ihr Anführer, Kasselfort. Aus irgendeinem Grund besteht er auf absoluter Neutralität. Daher wird es nicht so einfach, sie um Hilfe zu bitten. Ich hörte, ein Verwandter von Oberhaupt Barcha namens Friske soll oft den Bilbrinwald besuchen. Durch ihn sollten wir Kontakt zu Bilbrin-Miliz aufnehmen können. Oh, was habt ihr hier für Namen? Aber weil das zu lange dauern könnte, würde ich dich bitten, dich selbst mit Friske zu treffen. Wir marschieren inzwischen vor in den Bilbrinwald. Ich werde dort auf dich warten. Ich hoffe, dann gute Neuigkeiten zu hören. Ja, kein Thema. Mama. Ah, Ratgeberquest. Wir haben... Annehmen. Ja, natürlich. Die ist direkt vor uns. Okay. Du bist auf dem Weg zum Bilbrinwald? Bilbrinwald, nicht wahr? Ich habe gehört, dass es in dieser Zone Beute gibt. Du weißt, dass es in Arkesia Zonen gibt, in denen du jagen kannst, richtig? Drücke M und schaue auf der rechten Seite der Weltkarte nach, ob es sich um einen Ort handelt, an dem man jagen kann. Zuerst musst du dich in einem Gebiet aufhalten, in dem du jagen kannst. Dann musst du das Jagdwerkzeug ausrüsten. Hier, da hast du eins. Rüste es aus und wende Werfen auf die Beute an. Ja, B drücken, das ist klar, damit du Waffen verwenden kannst. Sobald du deine Beute getötet hast, interagiere mit den Schnitzereien, um nützliche Dinge zu erhalten. Du musst das eingesammelte Leder zu Avella bringen. Wer ist Avella? Ja. M können wir von mir aus drücken. Reise zum... Achso, ich muss ja sowieso erstmal da rein, ne? So, soll ich jetzt nochmal... Nee, muss ich nicht nochmal drücken. Da oben ist noch was zum Abschließen. Oh Gott, da oben kommt wieder ein Dungeon in diesem Gebiet. Ich habe keine Lust darauf. Ich denke mal, ich sollte vom Pferd runtergehen. Da muss ich B drücken. Und jagen ist wahrscheinlich jetzt Q, nehme ich mal an. Die Frage ist jetzt... Da. Du bist zu weit entfernt. Das arme Kaninchen. Okay, ich glaube, das geht nicht, die zu jagen. Warum eigentlich nicht? So, und jetzt hier. Interagieren. Okay. Ist doch ein bisschen blöd gemacht irgendwie. Nein! Hä? Wieso hat er es jetzt rausgenommen?
Komm her. Komm her. Ist das Kaninchen dumm oder was? Ah. Okay. Nein. Ich wollte den eigentlich jetzt flambieren. Ach, jetzt kommt die wieder. Willst du mich jetzt veräppeln hier? Ich kannst du nichts machen. So, da oben ist auch was für ein Holzfäller. Das würde ich gerne mal ausprobieren, ob ich das machen kann. Ja, anscheinend kann ich das jetzt machen. Wie geil. Wie geil. Ja, es dauert allerdings auch ziemlich lange. La 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 la. Wie lange dauert das denn? Ah, okay. So, das schließen wir erstmal ab. Ordnung ist wie die Spitze des letzten Schwertes, die es dem Überfluss erlaubt, für seinen Schweiß und sein Blut zu bezahlen. Könnt ihr euch durchlesen, müsst ihr aber nicht. So, da reiten wir doch mal hoch. Hatte ich die? Ne, konnte ich nicht, ne? Haut einfach ab da oben. Ich muss einen Baum fällen. Das ist übrigens mein zweiter Baum. Also ich habe das tatsächlich vorher noch nicht gemacht. Ja, was passiert denn jetzt gerade da oben? Hallo? Haut ihr mal ab? Ich wollte nur die Quest erledigen. Wer bist du? Was? Du willst die Bilbrin-Miliz kontaktieren? Keine Ahnung, was ich machen will. Ich wollte nur mit dir sprechen, verdammte Hacke. Wer bist du? Was? Du willst die Bilbrin-Miliz kontaktieren? Woher sollte ich etwas darüber wissen? Hör auf, Unsinn zu reden und geh einfach weiter. Ein Brief? Ah, der ist von Vater. Ich verstehe, du hast den Dorfbewohnern geholfen. Bewundernswert. Nun, in dem Fall werde ich dir wohl helfen. Aber ich kann gerade nicht fort. Hier, nimm diese Münze. Sie ist mit meiner Signatur graviert. Das sollte dir helfen, das zu bekommen, was du brauchst. Gehe zum Dorf Hidian und finde einen Jäger namens Toibonen. Er ist ein enger Freund der Miliz. Er ist ein wenig grob, also wirst du als Fremde kein Glück haben, ihn in dein Gespräch zu verwickeln. So, was ist denn jetzt schon wieder? Kann man hier nicht einmal eine Quest beenden? Nur weil den einer angezogen hat, oder was? Was? Das finde ich echt zum Kotzen. Du willst die Bilbrin-Miliz kontaktieren? So, sammle ein wenig Mondlicht, Wolfschwänze und Rotpelz, Felsenbärklauen auf deinen Weg dorthin. Jäger tun dies als Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit. Du solltest ein paar Worte mit ihm wechseln können, wenn du ihm das bringst. Kann ich jetzt hier endlich mal weitermachen? Danke. Mein Gott, also, Mondlicht, Wolfschwänze, oh Gott, Rotpelz, Bären, schieß mich tot, keine Ahnung. Bleib doch mal stehen, du dummes Tier. Hallo. Wie, du bist zu weit entfernt. Komm. Das ist so nervig. Das ist ja... Oh. Ja. Aber ich glaube, ich hatte es eben getroffen. Wenn ich das richtig sehe. So, was seid ihr? Ihr seid die Bären. Okay. Oh, fuck. Ihr seid ein Event oder sowas. Kann das sein? Okay, ich habe irgendwie gerade alles in einem erledigt. Keine Panik. wir sind hier unten. Boah, was ist das hier für ein Wald, dass hier echt an jeder Ecke 20.000 Tiere sind? Oh, nee. Ich hack mal woanders Holz. Ich habe keine Lust, euch jetzt hier wieder zu erledigen vorher. Da. Ich muss ja nebenbei wenigstens ein bisschen was machen, ne?
Träume sollte man treten, bevor sie fallen. Was ist das denn für ein hochintelligenter Spruch? Oh je. Oh, haut ab, ey. Ich habe keine Lust auf euch. Echt nicht. Geht weg. Ich weiß zwar, dass ich euch kaputt machen kann, aber ich will's nicht. Ich will hier mit der Quest weitermachen. So. Schwänze, Klauen, gib dich zu erkennen. Treubohnen kennt dich nicht. Treubohnen kennt dich nicht. Komme Treubohnen nicht näher, wenn dir dein Leben lieb ist. Schwänze, Klauen, woher weiß ein Außenseiter davon? Münze, Friskes Handschrift. Was willst du? Treubohnen ist beschäftigt. Bilbrin, Miliz, Kontakt? Treubohnen traut dir nicht, aber Friske wird vertraut. Selbst ein Prinz kann keinen Kontakt herstellen. Leute lebten hier vor langer Zeit, bis Rothand kam. Dann gingen sie alle zum geflüchteten Außenposten. Aber Treubohnen ist geblieben, alle empfindlich. Es gibt See im Norden. Siehst du das Zeichen? Nimm es. Johanan aus Bilbrin kennt Treubohnen. Okay. Kann ich hier oben das noch eben machen? Ich glaube nämlich, da sind keine Gegner. Das ist nett. Dankeschön. Es dauert zwar einen Moment, aber... Ach, ich habe schon wieder irgendeine Belohnung. Ach ja, wir haben, glaube ich, einen Levelaufstieg eben gehabt, ne? So mitten unter den Gegnern oder so. Nein, wir haben... Mist. Wir haben Mist, genau. Da müssten wir... Ah, nee, okay, das ist nicht hinter uns. Okay, das ist gut. Das ist noch ein Stückchen vor uns. So, da ist er. Hey, gehst du zufällig zum geflüchteten Außenposten? Das sind Gepäckstücke, überall auf der Straße verteilt. Wahrscheinlich haben die alle zurückgelassen, als sie so schnell fliehen mussten. Könntest du das alles einsammeln und einen Mitglied der Miliz namens Nielsen bringen? Er sorgt dann dafür, dass es den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben wird. Klar. Ich habe gehört, wie du mit Treubohnen geredet hast. Da du ja zum geflüchteten Außenposten gehst, könnte ich dich um einen Gefallen bitten? Die Dorfbewohner hatten nicht genug Zeit, um Essen mitzunehmen, als sie zum Außenposten geeilt sind. Könntest du diese Rentiere jagen und etwas Fleisch besorgen? Du kannst es einem Mitglied der Miliz namens Dalim bringen. Diese Rentiere. Welche Rentiere? Habseligkeiten der Bewohner? Ach so, die sind irgendwo mittendrin. Okay. Ja, ich denke mal, müssen wir jetzt zu Fuß weiter. Habseligkeiten hier. Zwei Stück. Zwei Stück irgendwo hier drin. Ach da. So. Jage Rentiere hier im Gebiet. Da war gerade was. Sollen Rentiere sich dahinter verstecken oder was? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber okay. Ach, da sind Rentiere. Ja. Sehr schön. Zartes Holz haben wir erhalten, liebe Leute. Das sind doch Rentiere, oder? Ja. Okay. Ja. So, meine lieben Leute, wir brauchen noch ein paar Rentiere. Da kann man nichts finden. Ich hoffe, ihr seid Rentiere. Ja, ihr seid Rentiere. So, wo kommst du denn jetzt mal her? So nicht, mein Freund. So nicht. Ah.
da oben haben wir noch hier eine Quest. Okay, sie ist jetzt zum Beispiel nicht zu mir gelaufen. Also gehe ich mal davon aus, dass sie das jetzt nicht benutzen kann. Das ist ja schön. Während ich das benutze. Gehst du zum geflüchteten Außenposten? Kannst du auf deinem Weg ein paar Baumstämme zu Alvella bringen? Sie werden bei der Reparatur des Außenpostens behilflich sein. Hier, nimm dieses Holzfällerwerkzeug. Normalerweise kannst du es beim Händler für Handwerkszeug kaufen. Öffne das Inventar und rüste es aus. Ja, das kennen wir jetzt schon alles. Hier können wir direkt den ersten machen. Zwei Stück müssen wir machen, okay. Ich muss da unten hin. Schauen wir mal, ob da oben zu viele Feinde sind oder ob das geht. Wo ist der Baum? Wo ist der Baum? Hier. Ach ja, ach ja. Alles in einer Ecke unten. Sehr schön. So, dann... Achso, dann können wir das noch eben abschließen, genau. Der Wille ist wie ein tief verwurzelter Baum, dessen Basis trotz endloser Versuche, ihn zu fällen, standhält. Ja, das ist richtig. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass mein Wille extremst groß ist. So. Ich bin Nielsen von der Miliz des Bilbrienwalds. Gepäck? Oh ja, einige Leute haben uns gebeten, nach Sachen zu suchen, die sie auf dem Weg verloren haben. Ich bin froh, dass du sie gefunden hast. Jetzt können sie sich ausruhen. Danke. Ruhe dich doch auch etwas aus, wenn du hier bist. Nee, habe ich leider keine Zeit zu. Tut mir leid. Da. Ein Fremdling? Bist du die Person, von der Kasselfort geredet hat? Rentierfleisch? Na gut, ich werde es annehmen, weil Hobbs dich gebeten hat, es zu bringen. Aber das heißt nicht, dass ich dir dankbar sein muss. Kein Thema, Junge. Bevor ich jetzt aber mit dir spreche, muss ich mal eben hier freischalten. So. Was bist du da unten eigentlich? War das der Schmied? Reparateur, genau. Könnte ich... Ich weiß nicht, ob man es muss, keine Ahnung, aber ich mach das mal. Ich bin so hungrig. Haben wir das nur... So, da ist er. Fremdling, gib dich zu erkennen. Der Zutritt zum Bilbrienwald ist stark eingeschränkt. Teubohnen? Das ist ganz klar ein Zeichen von Teubohnen. Kennst du Teubohnen? Das musst du wohl. Du kennst Teubohnen? Das ist ja interessant. Der hatte schon eine Unterhaltung mit unserem Anführer Castleford. Okay, das ist nicht das, was hier unten steht, aber ist okay. Ach so, okay, hier steht was. Du kannst dir die komplette Geschichte beim Prinzen anhören. Na los. Der ist da. Oh, gut, dass du da bist. Ich habe Castleford um Hilfe gebeten. Doch er lehnte ab. Und das mit so einer Gleichgültigkeit, dass ich kaum noch mit ihm reden konnte. Vielleicht könntest du versuchen, für mich mit ihm zu reden? Ich bin Castleford, Anführer dieser Miliz. Du hast von den Rothandsoldaten gehört, oder? Das wurde alles vom Regenten Schericht geplant. Seinetwegen wurde unser Zuhause im Bilbrienwald verwüstet. Schericht kann sich jetzt so frei wie ein wilder Hund bewegen, weil Prinz Thirain seinen eigenen Thron nicht beschützen konnte. Ich vertraue keiner Seite. Ich bin es leid, für ihre politischen Machenschaften benutzt zu werden. Wir werden unser Zuhause mit unserer eigenen Stärke schützen. Mische dich nicht in unsere Lebensweise ein. Verschwinde von hier. Ich konnte meinen eigenen Thron nicht beschützen. Damit hat er nicht Unrecht. Aber auch nicht direkt recht. Aber selbst wenn er es ablehnt, Partei zu ergreifen, so sind diese Leute doch ein Teil des Volkes von Luterra. Wir müssen sie beschützen. Es ist meine Pflicht, die Söldnerbande zu eliminieren, die Leute im Bilbrienwald bedroht. Ich könnte dabei wirklich Unterstützung gebrauchen. Bitte greife das Hauptlager der Rothandsoldaten an. Schalte sie aus, bevor sie uns zuvorkommen können.
Ganz viele Ausrufezeichen. Hilfe. Hallo, wir haben uns in Lake Bar getroffen, oder? Ich bin es, Anton. Ich wusste, dass ich dich wiedersehen würde. Danke, dass du mir da draußen geholfen hast. Aber das Problem hier sind die Plündereien. Es scheint so, als ob fast alle davon betroffen sind. Es wird viel Geld und Zeit kosten, alles wieder aufzubauen. Die Rothand-Söldner horten alles, was sie gestohlen haben, in ihrem Versteck. Vielleicht kannst du das ja zurückstehlen und uns bringen. Diese Leute können das Geld jetzt mehr denn je gebrauchen. Klar. In letzter Zeit gibt es Gerüchte, dass Leute in der Nähe der Grauhammermine verschwinden. Ich würde mir das sofort anschauen, aber wie du weißt, sind wir gerade etwas spärlich aufgestellt. Würdest du dir etwas ausmachen, dir die Sache anzusehen? Mach ich doch alles. Wobei das, glaube ich... ich habe gewusst, dass das die Quest ist. Die machen wir heute auf jeden Fall nicht mehr, weil die wird wahrscheinlich länger werden, denke ich mal. Hallo Abenteurerin, mein Name ist Arne. Ich hörte, dass du die Rothand-Söldner angreifen willst. Könntest du auch ein paar ihrer Essensvorräte mitbringen? Wenn es so weitergeht, könnten wir alle verhungern. Wenn du das Essen zurückholst, das die Söldner uns gestohlen haben, sollten wir alle ernähren können. Ich habe doch gerade erst Rentierfleisch mitgebracht. Was macht ihr denn mit den ganzen Vorräten, Leute? Okay, hol das Essen zurück, das ist hier. Untersuche das Umfeld der Mine. Das dürfte dann wahrscheinlich das sein. Ja genau, das ist 3. Und schnapp dir den Schatz von den Söldnern. Das sind 2 Stück, das ist da hinten. Ja. Das heißt, die Folge wird noch ein klein wenig länger dauern, weil ich möchte das schon gerne heute noch eben machen. Und dann die Sache mit der Mine in der nächsten Folge machen. Eigentlich sehen die ja ganz friedlich aus. Oje, oje. So, Soldaten. Muss ich nicht auch Soldaten töten? Schnapp dir den Schatz von den Söldnern. 2x Schatz und Essen. 2x Schatz und Essen. Ich weiß, dass hier ein Baum ist, aber ich will... Das war ein Hase. Ich dachte gerade schon. Das war mal Schatz und Essen. Können mir mal einer sagen, wo das ist? Hallo, ich suche Essen. Ach, da ist noch einer. Scheiße. Nimm das schnell. Du Arsch. Komm schnell. Ich weiß ja nicht, wie lange die da noch liegen. Also noch tot sind. Das ist doch sehr nervig, wenn man dann die Sachen nicht machen kann. Nee, das ist es schon. Okay. Hier ist das Essen. Das Essen von den Söldnern zurückholen. Da. Okay. Ach so, hier. Eliminiere. Ah, okay. Okay, das ist gut. So, mein Geburtsdatum. Wir brauchen noch 3. Jungs, zeigt euch. Ihr erbärmlichen Feiglinge. Aber mit einer kleineren Truppe, bitte. Ich brauche nur 3 Leute. Hallo? Söldner? Wo seid ihr? Die sollen doch hier überall sein. Ah. Hallo Söldner, da seid ihr. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, das schalte ich dann aber mal kurz frei hier. Oh, ich sehe gerade. Ich sollte mich vielleicht mal... Retzen wollte ich gerade sagen.
Och, jetzt laufen die mir hier immer noch hinterher. Wollt ihr mich veräppeln? So, ich würde nämlich gerne mal eben dahin porten. Zack. Weil wir nämlich jetzt schon wieder an 25 Minuten sind und ich das ein bisschen schneller hier erledigt haben möchte. Gute Arbeit. Damit sollen wir Essen kaufen können. Das hier sieht nicht schlecht aus. Oh, sieh mal an. Mein Lieblingsjuwel. Nein, ich wollte das nicht stehlen. Nein, natürlich nicht. So. Danke. Das sollte ausreichen, um uns vor dem Verhungern zu bewahren. Wir stehen tief in deiner Schuld von... wir stehen tief in der Schuld von Prinz Thirain. Vielen Dank. Ich verschluck mich gerade an meiner eigenen Zunge. So. Ich soll zu ihm gehen. Ich weiß noch nicht genau, warum. Ob ich da jetzt was abschließen musste oder was Neues machen musste. Ich weiß es nicht mehr so genau. Deswegen werde ich das jetzt erstmal eben so lassen. Ich glaube, ich muss da nur was abschließen, aber ich werde es trotzdem mal kurz so lassen. Und damit die Folge erstmal beenden. Und in der nächsten Folge gehen wir dann in die Mine und schauen mal, was Amel uns noch zu sagen hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao!